Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir was ganz Spezielles. Heute bauen wir ein Android-Radio in ein E61 ein. Natürlich passt es auch beim E60. Ist kein spezielles Radio, ist ein, sagen wir mal, chinesisches Radio. Und ich würde sagen, das ist keine Anleitung, wie man etwas einbaut, sondern wir wissen selber nicht, wie man es einbauen, was ich noch sagen will. Heute habe ich einen Kameramann, den Patrick. Hallo Patrick. Hallo. Und mit ihm baue ich das Ganze ein. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was da auf uns zukommt. Damit ihr später auch mal seht, wie wir sowas eingebaut haben. Heißt nicht, dass es richtig ist, aber wir bauen das mal so ein, wie wir denken, dass es richtig ist. Schauen wir mal, was dabei ist. Ein Adapterkabelsatz vom Quadlock-Stecker, wo dann praktisch, also ich sag mal dazu, es war auch keine Anleitung dabei, wie das eingebaut wird. Diverse Sachen sind auch auf Chinesisch und deswegen macht es das Ganze nicht einfacher, aber ich denke mal, so schwer wird das Ganze nicht sein. Der wird wahrscheinlich ins Navi reinkommen. Dieser hier wird auf den Stecker drauf kommen. Dann haben wir hier verschiedene Anschlüsse. USB, Verbindung zum Monitor. Ja. Das sehen wir dann alles, wie das funktionieren wird. Dann ist eine GPS-Antenne dabei. Was man eigentlich nicht bräuchte, außer man will das GPS vom Android nutzen. Dann gucken wir mal, was noch da drin ist. Wenn das Radio gut ist und euch gefällt das Ganze, werde ich euch auf jeden Fall einen Link unten mit rein tun, wo man dieses Radio bekommt, wo man sich das kaufen oder ersteigern kann. Und wie gesagt, wir lassen uns einfach überraschen, was auf uns zukommt, wie es funktionieren wird. Es gibt ja auch schon diverse Videos, leider keins auf Deutsch, im E60. Also ich habe zumindest keins gefunden. Hast du eins gefunden? Nein. Auch nicht. Und ja, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Als erstes machen wir die Leiste hier raus. Dann sind hier Schrauben dahinter, dann kommt das Navi raus, weil wir müssen ja an den Stecker rankommen. Dieser Monitor kommt raus, dementsprechend brauchen wir auch dann kein Monitorkabel mehr. Das ist jetzt dann unser Adapterkabel. Und wenn alles angeschlossen ist, dürft ihr natürlich auch beim ersten Start dabei sein. Wie das Ganze aussieht, ob es überhaupt funktioniert, wie es funktioniert, das sehen wir natürlich dann, wenn es soweit ist. Ja, dann fangen wir mal an zu zerlegen. Wenn es irgendwas Besonderes gibt, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Bis gleich.
So, jetzt wurde alles ausgebaut, was wir denken, was ausgebaut werden muss, um nur den Monitor zu installieren. Also das Navi muss raus, weil wir an den Stecker ran müssen. Die Klimaanlage muss raus, die Leiste muss raus, die Lüfter müssen raus und natürlich der alte Monitor. Das alte Monitorkabel wird noch benötigt, das kommt dann in den neuen Monitor rein. Was nicht mehr benötigt wird, ist der Anschluss für Strom und CAN-Bus und was da alles dran hängt. Den können wir zurück tun, Monitorkabel noch da lassen, der kommt in den neuen rein, weil man kann ja sein altes Navi noch weiter benutzen und alle Funktionen sind noch da und man kann hin und her switchen und dann zum Android wechseln oder halt zum Original BMW Navi. Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal den Adapterstecker rein, pendeln dann hier den Lichtwellenleiter raus, der kommt dann in den anderen Stecker rein. Weil der Lichtwellenleiter, der muss ja noch am Navi dranbleiben, sonst funktioniert gar nichts mehr. Schließen alles mal an und machen erstmal einen Funktionstest. Wollen wir erstmal einen Funktionstest machen, bevor wir zusammenbauen? Ja. Okay, wir schließen dann erstmal alles an und dann schauen wir mal, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Wenn alles gut aussieht, dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Und wenn alles zusammengebaut ist, das Teil funktioniert, dann probieren wir das Ganze mal aus, was das alles kann. Und dann erklären wir euch halt einfach, ob es gut ist, unsere Meinung, ob es sich lohnt, eins zu kaufen oder nicht. Ja, also, dann schließen wir das Ganze mal an. Was zur Hölle? Kaugummi. Wir sind jetzt so weit, dass die Kabel alle verlegt sind. Die GPS-Antenne konnten wir in den Einbauschacht vom Lautsprecher des Logic 7 verstecken. Ist auch hier die Öffnung, wo das Kabel rauskommt. Weil, wenn man eh schon GPS drin hat, muss man nicht noch ein zweites drin haben. Außer man will es jetzt unbedingt haben, aber an der Fensterscheibe, an der Windschutzscheibe wäre das jetzt nicht so schön. Deswegen kam es in den Lautsprecher-Einbaurahmen. Der Stecker vom Displaykabel ist aus Kunststoff und der Stecker vom Display ist aus Metall. Das bedeutet, beim Originalmonitor leitet der dann nochmal die Masse drüber, was hier nicht der Fall ist. Hier ist dann zusätzlich ein Kabel, welches hier am Monitor befestigt ist, welches am Stecker angeklemmt werden muss, damit der Monitor auch die Masse hat. Und dann kommt hier der Stecker rein, der zum Navi geht, der ist hier schon verlegt und hier vom GPS-Empfänger. Jetzt schließen wir alles mal an und machen mal einen Funktionstest. Bis gleich. Erweiterte Einstellungen. Und dann zeig halt noch den PIN. Das ist der PIN, der mit dabei war. Ob der jetzt bei jedem Radio gleich ist, weiß man nicht. So, und jetzt sag mir mal was. Was ist das? AUX TV? Hatte ich das? Ja, hatte ich. Mhm. Do not install some print software. Original Car Empire, extern Amplifier. Automatic Switching, Manuel Switching. Ja. Was? Manuel. Manuel. Mhm. TVR? Mhm. Off. Nee, das ist ja Input. Das ist ja egal, jetzt erstmal. Bluetooth, ARM, Original. Ah ja. Google App, mhm. Old BMW X1, Flying Ding, Driver A, Driver B. Ja, was heißt jetzt für ein Controller? Eigentlich ja. Ja? Ja, okay. Okay, ja, aber dann müsste ja funktionieren.
Vielleicht geht's, wenn alle anderen Einstellungen auch haben. Audioband. Ah, ich bin auf A4. Hä? Ich bin ein Audi. Audi A4, Unite Interface, Photo Selection on the left. Jetzt sollte ich erstmal den Karttyp einstellen. Fullscreen, oder? Mhm. 2012. Fullscreen. Da steht doch 6,5 drauf. CCC, E60. Wo? Nehmen wir mal. Da war ich gerade. War ich ja. Das war ich gerade. Nee, 8,8. Ja, genau. Genau. Genau das. Alles ist hier oben. Nein. Why change the model? Was? 8,8. Ja, genau. So, wenn ich jetzt wieder hier oben hingehe. Oh, guck, kannst du gerade Startding. Kann ich hier mal einstellen, ja. Geil. BMW-Zeichen, ne? Audi. Okay. Ich finde das eigentlich ganz schick. Was denn das ist? Also, wollen wir hier weiter. Kacke, Mann. Entschuldigung. DVD braucht man nicht. Das haben wir. Show Audi Logo. Logo Picture Select. Nee, hat ja das Original. Was need to scroll. Audi Main Interface. No, guck mal, BMW MBT, was ist jetzt drin? Evo ID, das ist auch MBT. Das ist das Neueste. Das da. Okay. Das ist das. Ah, das ist das Setting vom Menü nachher. Mhm. Benz. Support Dashboard Default from Google Chrome Browser. Turn on FM Launch. Alter, kann ich ja unendlich machen. Front View Kamera Switch. Das ist ein GLC oder GLA? X6M. APK Installer. Update Confuse. Door Set. Maximum Speed. Alter, drück hoch das Ding. Was ist das? Warum? Scheißegal, mal mehr. Learning Touch Buttons. Ja, ich würde da nichts verstehen. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, hat er das gespeichert. Und dann? Muss man ja nicht nach irgendwas. Probieren wir es aus. Was tut sich? Nichts. Immer nur zwei, gell? Es gehen immer nur zwei. Das hat er. Wenn ich es nicht funktioniert. Ja, aber da kann ich jetzt auch nicht steuern, oder? Doch? Ja. Ja, das ist wirklich gut. Ja, warte, ich will das ausprobieren. Das sieht besser aus. Dann lass ich es einfach so. Hauptsache HD-Bild. Ja, ohne Scheiß, ich will es nicht so verpixeln. Aber der springt immer verkehrt rum. Mhm. Ja, dann wähl doch einfach mal die anderen Controller aus. Wobei das eigentlich nichts ausmachen dürfte, denke ich mal. Wenn man da jetzt was ändert. Ich habe halt nur noch ein Touch-Ding, aber das ist ja blöd. 1, 3. Oh Scheiße. Nur diese Kraft ausdrücken. Wo war das denn? Da. Aber der müsste mich ja irgendwo fragen, ob er speichern muss. Warum? Handy auch nicht mehr. Ja, bei dem Screen hat er mich ja auch gefragt. Das ist ja wie Handy. Du musst ja auch nicht speichern. Gehst zurück und hat die Einstellung. Und geht. Ja, wunderbar. Genau falsch rum, wie die es beschrieben haben. Ja. Wie schnell, Alter. Mhm. Boah. Krass.
Intensivmusik gespannt. Musik vom Werk aus. Marco, jetzt hast du hier das Ding. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Home gehen müsste, oder hier oben, ich kann da nicht hinspringen. Nee, das geht nicht. Du musst mit das machen. Also ich kann nur das nicht. Das ist normal. Das haben sie alles. Und die Apps? Die kannst du auch nicht so bedienen. Doch? Ja, doch. Das ist ja cool. Ich kann sogar E-Mail. Ja. Browser. Dann lass uns doch mal. Navigation, Einstellungen. Und WLAN. Oh ja, Tatsache. Persönliche Hotspot. Passwort. 1314. Geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wäre jetzt halt noch. 1, 2, 3, 4, 8. Das macht ja erstmal Update. Datenvolumen weg. Zack. Unten? Mhm. Super. Das heißt, wenn ich jetzt so war das. Da war doch irgendwo Browser. Der Browser scheint kein echter Browser, doch. Tada. Geht. Mhm. Internet im E61. Richtig geil. Mega. Top. Das ist echt schnell, ne? Mhm. Hier hast du noch irgendwo das Dashboard, Tacho. Wow. Guck, das zeigt sogar an, welche Türen offen sind. Mhm. Wie geht denn das? Krass. Das ist damit nichts verbunden. Toll, über Canvas. Guck mal, vielleicht zeigt er dir auch Leistung an und sowas. Drehmoment. Nee, da gibt's einen OBD-Stecker dazu. Ja. Kannst auch nochmal klappen, 9 Euro oder so. Ah, das sieht schon geil aus. Lass mal zusammenbauen, dann fahren wir mal. Ich will mal gucken, ob es funktioniert. Phone Link. Dann brauchst du das Kabel wahrscheinlich. Wi-Fi. Bitte wählen Sie eine Verbindung. Android. Hat schon. Ne, Android, USB. Bitte schließen Sie das Handy an und schalten die USB. Nee, da stand doch gerade Wi-Fi. Patrick. Und zack haben die Chinesen alle meine Daten. Schieben Sie aufwärts auf dem Handybildschirm zur Aktivierung. Achso, Echo Memory. Echo Mirror. EC Mirror. Bildschirmsynchronisierung. Der greift es ab. Ja, sag ich doch. Der greift es ab als Apple TV. Der gaukelt dem vorher sein Apple TV, damit er das machen kann. Jetzt ist praktisch dein Bildschirm ist. Das zeigt dir quasi alles an, was mein Handy anzeigt. Ja. Schlecht ist nicht, aber halt im Kleinen, ne? Ja, aber du kannst es bei iPhone halt auch nicht drehen. Ich denke mal, wenn ich jetzt irgendwas öffne, was nehmen wir denn zum Beispiel? Jetzt muss ich aufpassen, was ich drücke. YouTube.
Ist die Vorderseiten gelöst? Ja. Darum hatte ich gerade Angst, was zu drücken. Wo sind meine? Ist gut. Wo bist du denn? Bitte. Also, wenn ich mir jetzt hier ein Video angucke, dann setze ich mir das auf groß. Jetzt macht er was. Jetzt kann wiederum sein, der haut dich. Nee, aber eigentlich müsste es noch haben. Der haut dich jetzt raus, wegen. Jetzt hat er es. Jetzt. Wahrscheinlich, sobald ich das Bildschirm drehe, muss ich. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das macht er nicht. Videos macht er nicht. Aber schon mal eine coole Funktion. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Schon gut. Aber du kannst jetzt nicht hier bedienen, oder? Was, mein Handy über das Ding? Mhm. Nee, ich glaube, das ist echt nur darum, irgendwie, keine Ahnung. Das blockt er mir ja komplett. Sobald ich irgendeine App öffne, blockt das. Mhm. Ne, jetzt geht's. Jetzt aber ich kann es nicht quer machen. Drüber oben drauf? Auf dem Bildschirm? Nein, geht nicht. Schade, quer wäre nochmal richtig gut. Oder vielleicht geht's, aber. Das ist halt wieder jetzt iPhone-Sache, wa? Ja. Wenn du dein Handy, ein Android nimmst, ne, dann wird das schon funktionieren. Aber so. Jetzt darf ich bloß meine WhatsApp nicht öffnen. Gut. Ach, jetzt hat er. Heißt das so? Gut, da bauen wir den mal zusammen. Und dann testen wir das Ganze nochmal. Die Ton und alles. Wir haben ja noch nicht mal einen Film laufen können. Keine Musik und nix. Dateimanager. Alarm Squad.
CCNI, Download, Music, Ringtones, Movies, oder? Wo hast du drin gespeichert? Ich muss erstmal auf Speicherkarte. Hier, Forest 7. Nee. Ja, mach mal. Oder war das da schon drauf? Nee. Nee. Das hier jetzt 6 drauf. Radio funktioniert nicht. ist alles drin. Sieht geil aus, geiles Bild. Bin echt erstaunt, aber nicht vom Ton. Es funktioniert kein Ton. Ob das jetzt irgendwo an der Einstellung ist oder woran das liegt. Es ging, der Ton. Der Ton hat vorhin funktioniert. Mit der chinesischen Musik, habt ihr ja gesehen. Aber irgendwo ist eine Einstellung drin, wo ein Häkchen draußen ist oder wo man noch was einstellen muss, wo jetzt auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Das Ganze wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis man das rausgefunden hat. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. So, im Gesamten, was würdest du sagen? Gut, lohnt sich, oder? Wenn es geht. Das Bild ist richtig gut. Auflösung ist super. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist natürlich die Verarbeitungsqualität. So ganz leicht, aber jetzt nicht arg. Kleine Spaltmaße unten links und rechts. Aber was will man für den Preis erwarten? Ich sag mal so, für den Preis ist top. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir werden sie beantworten. Und wo es das Gerät gibt, werde ich euch auch verlinken. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da, wenn euch Patrick gefällt. Bis dann. Ciao. Tschüss.